Es herbstelt sehr hier in Deutschland oder respektive auch hier in Bayern. Die Bäume sind schon fast kahl. Das heißt, das Laub liegt mittlerweile auf der Straße. Es wird immer rutschiger. Der Winter kommt auch bald und da wird es doch dann Zeit für ein echtes Winter- und Alltagsfahrzeug. Das habe ich mitgebracht, den Skoda Karoq als Scout-Version. Und den wollen wir uns heute genauer anschauen. Was macht den Scout so besonders? Was werkelt hier unter der Motorhaube? Wie fährt er sich? Wie sind die Platzverhältnisse dieses kompakten SUVs? Und am Ende gibt es natürlich ein kleines Fazit von mir. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr das jetzt sehr gerne tun und gerne auch liken und teilen. Wichtiger aber, kommentieren, denn eure Meinung ist mir persönlich sehr wichtig. Und die dürft ihr euch jetzt unten schon mal verewigen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Skoda Karoq Scout. Schauen wir uns den Skoda Karoq zunächst einmal von außen an. Wie alle Skoda-Modelle besitzt auch der Karoq wieder sehr hoch montierte Nebelscheinwerfer, die sehr charakteristisch sind für ihn. Auch der freundliche Kühlergrill mit dem Lachen ist auch vorhanden. Hier jetzt zusätzlich bei der Scout-Variante sehen wir schon den silbernen Unterfahrschutz, der angebracht ist, sowie diese silbernen Außenspiegelkappen. Unten, was wir nicht sehen, ist der Triebwerksschutz. Da ist eine Metallplatte unten angebracht unter dem Antrieb, der diesen bei Aufsätzen und Geländefahrten schützen soll. 4,40 Meter ist der Skoda Karoq lang. Damit zählt er zu den Kompakt-SUVs. Und wie wir auch sehen, hier die Besonderheiten der Scout-Linie. Zum einen der Schriftzug, der hier vorhanden ist, Scout. Hier sehen wir nochmal diese silbernen Außenspiegelkappen, die hier drauf sind. Dann haben wir noch silberne Schweller unten und was hier vorhanden ist, ist tatsächlich ein Trittbrett, das hier unten montiert wurde. Das kostet 800 Euro Aufpreis, sorgt für eher schmutzige Füße so ein bisschen. Für Kinder ist es allerdings sehr praktisch, denn die steigen ganz bequem dann ein und aus, wenn sie über dieses Trittbrett draufsteigen. Am Heck sehen wir dann auch wieder die zusätzlichen Anbauteile des Scout. Und zwar auch hier wieder silberner Unterfahrschutz bzw. silberner unterer Teil des Stoßfängers. Auch ganz neu natürlich seit dem Modelljahr 2020 ist, dass der Skoda-Schriftzug hier ganz präsent auf dem Heckdeckel prangt. Wir haben Voll-LED-Rücklichter, wir haben auch Voll-LED-Scheinwerfer, die hier verbaut sind beim Karoq. Wir sehen auch hier schon ein kleines 4x4, will heißen, dass unser Karoq mit Allradsystem ausgestattet ist. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was sich hinter der Kofferraumklappe verbirgt. Hinter der optional elektrisch öffnenden Heckklappe gibt der Skoda Karoq ein durchaus großes und vor allem extrem variables Gepäckraumabteil frei. Wie wir sehen,
relativ quadratisch. Das ist ganz gut. Wir haben 100 cm Breite. Wir haben maximal 94 cm Tiefe. Wenn wir das VarioFlex-System kaufen für die Rücksitzbank, was bedeutet das? Wir bekommen hier Sitze, die ausbaubar sind. Ha, ausbaubar? Ja, es ist keine feste Sitzbank. Die Sitze links und rechts sowie die Mittelteil, die sind rausnehmbar. Das kann man auch so machen, dass man diese Sitze, wie gesagt, umlegt. Man kann sie dann aufklappen, man kann sie auch komplett ausbauen. Baut man sie komplett aus und das Notrad ist dann gar nicht drinnen, dann hätte man bis zu 1810 Liter Stauraumvolumen. Das ist schon krass. Das packt echt manch Groß-SUV schon gar nicht. Skoda bietet aber auch hier die Möglichkeit, dieses optional zu machen. Ich würde es nutzen, denn ihr habt jetzt bis auf eine marginal höher montierte Rückbank kaum Einbußen. Ob das jetzt bei der Kopffreiheit Probleme gibt, das sehen wir gleich. Simply Clever, natürlich wie alles auch bei Skoda, haben wir jetzt hier unter anderem ein Gepäckraum-Rollo, was ich sehr zu schätzen weiß, denn ich mag schlicht und ergreifend keine Hutablagen und die sind im Normalfall bei solchen Fahrzeugen Standard. Das ist leicht rausnehmbar und kann dann auch gut noch irgendwo verstaut werden im Innenraum, wenn man denn den Laderaum komplett nutzen möchte. Des Weiteren bietet Skoda hier starke Taschenhaken links und rechts, die da möglich sind. Kurze Ablagefächer hier, wo eben noch ein zusätzliches Netzsystem aufgebaut werden kann, um das da hinten abzuschotten oder noch was zwischenzusetzen. Wir haben hier oben noch so ein kleines Ablagefach. Und hier ist sie tatsächlich noch verbaut, die Taschenlampe, die Innenraumleuchte, die als Taschenlampe dient. Gibt es hier auch. 12 Volt Buchse haben wir da noch untergebracht. Wir können hier noch das Warndreieck wunderbar einsetzen. Also sehr gut. Auch eine herausnehmbare Schmutzmanne. Entweder wir machen es elegant mit dem Teppich oder wir machen es gleich auf Kunststoff. Karoq steht dann auch nochmal drauf. Und hier unten sehen wir dann, ist auch das Notrad untergebracht. Inklusive Subwoofer für die Kanton Soundanlage, die hier verbaut ist. Und jetzt geht's auf die Rückbank. Ja, ich habe mich jetzt hier einmal auf die Rücksitzbank des Skoda Karoq gesetzt mit VarioFlex Sitzsystem. Wie das übrigens ausgebaut ausschaut, das habe ich euch schon im eigenen Video gezeigt, beziehungsweise beim Skoda Karoq 1.0 TSI. Falls ihr das genauer sehen wollt, schaut doch einfach mal da hinein. Jetzt aber nochmal hier zu den Platzverhältnissen. Also, die Sitzbank ist jetzt nach ganz hinten geschoben. Der Sitz ist auf meine Größe von 1,78 eingestellt. Kopffreiheit habe ich mehr als genügend hier. Man sieht, die Beinfreiheit ist schon etwas eingeschränkt. Also ich sitze jetzt schon mit den Knien hier an der Rücksitzlehne, die aber hier ein bisschen ausgeformt ist. Vor mir ist auch noch eine Sitztasche. Was natürlich jetzt ein Punkt ist, mir drückt jetzt gerade so ein bisschen die Kopfstütze in den Rücken. Die kann man aber wunderbar weit nach oben ziehen. So, und schon sitze ich deutlich angenehmer. Und was es jetzt hier auch gibt, ist die Verstellung der Rücksitzlehne. Die kann man jetzt ein bisschen nach hinten neigen. Ja, dann sitzt es auf alle Fälle schon mal noch ein bisschen bequemer, was man hier machen kann. Wie schon erwähnt, die Rücksitze sind auch verschiebbar, wenn man denn den Platz vorne benötigt. Dann wird es aber, wie man sieht, schon arg eng hier hinten. Für Familien gibt es auch Isofix an den Außenbahnen mit Top-Teter. Hier also einwandfrei das Ganze. Serienmäßig gibt es hier Luftausströmer für den Fond und eine 12-Volt-Buchse. Optional könnt ihr eine 230-Volt-Ladebuchse inklusive zwei USB-Anschlüssen oder eine 3-Zonen-Klimaautomatik nehmen. Da könnt ihr dann auch hier noch die Klimazone einstellen, die hier hinten ist, mit eigener Temperatur. Und eine Sitzheizung gibt es für die Außenbahnen ebenfalls optional. Leider nicht vorhanden, Sonnenschutzrollos für die Fondtüren, aber dafür eine Sonnenschutzverglasung, die auch reicht. Wir haben auch helle LED-Beleuchtung hier oben, die auch noch wunderbar einstellbar ist. Sehr einfach, finde ich gut gelöst.
Aber viel wichtiger ist, wie schaut es vorne links aus? Auch vorne sitzt es sich im Skoda Karoq äußerst gut. Bei der Scout-Ausstattungsvariante bekommen wir Sportsitze, leider ohne ausziehbare Schenkelauflage, dafür aber in so einem schönen Braun mit schöner brauner Stickung und Scout-Schriftzug in der Sitzlehne. Finde ich gut. Wir haben Kopfstützen, die ausreichend weit nach oben ausziehbar sind. Kopffreiheit mehr als genügend. Hier ist auch kein Glas-Panoramadach verbaut, das es optional auch ab Werk gibt. Wir können natürlich das 3-Speichen-Lederlenkrad, wohlgemerkt zum Modelljahr 21 gibt es das 2-Speichen-Lenkrad, was im Skoda Octavia Premiere gefeiert hat, jetzt auch im Karoq. Schaut einfach mal das Skoda Octavia Video an, da findet ihr das neue Lenkrad auch von mir vorgeführt. Ja, das ist natürlich trotzdem hier das 3-Speichen-Lenkrad sehr weit in Höhe und Tiefe verstellbar. Also da findet wirklich jeder eine sehr gute Sitzposition. Die Sitze an sich super bequem. Es gibt eine manuelle Lordosenstütze. Was auch auffällt, wir haben genügend Kniefreiheit und Bewegungsfreiheit, selbst mit den etwas korpulenteren Ausmaßen, die ich leider nun mal mitbringe. Als erstes im Innenraum möchte ich euch das voll digitale Kombi-Instrument zeigen. Dies kostet Aufpreis, sollte euch aber den Aufpreis von rund 400 Euro wert sein, denn es bietet wirklich eine sehr gute Anzeigevielfalt und ist auch von der Ablesbarkeit sehr gut, weil die Auflösung sehr hoch ist. Möglichkeit der Anzeigen sind hier über die View-Taste bzw. über die Blätteroptionen des Bordcomputers möglich. Wir können uns zum Beispiel hier den mittleren Teil ändern. Da können wir uns den Fahrzeugstatus herholen, die Telefonansicht, die Audioansicht oder eben die Navigationskarte. Wenn wir dann hier auf die View-Taste einmal drauf gehen, dann sehen wir unter anderem, wie die Monitore aufgebaut werden können. Das hier ist dann die Vollscreen-Ansicht. Dann haben wir hier die weitere Ansicht, wo wir uns mehrere Sachen noch zusätzlich anzeigen lassen können. Oder aber eine beruhigte Ansicht, da ist dann wirklich nur noch das Notwendigste zu sehen. Auch eine sportliche Anzeige bietet der Karoq mit dem voll digitalen Kombi-Instrument. Wenn wir dann den Blick über das 3-Speichen-Lederlenkrad schweifen lassen, sehen wir erst einmal auf der linken Seite schon den Tempomatenhebel, den wir so auch schon aus seit Jahren von Volkswagen-Fahrzeugen kennen. Jetzt hier auch mit der Abstandsregelung. Es gibt sie in zwei Varianten. Einmal mit Kamera, dann bis 160 Stundenkilometern oder via Radar bis 210 Stundenkilometer. Wir sehen auch noch hier Schalttasten für das Doppelkupplungsgetriebe, was verbaut ist. Diese Plastiktasten sind auch immer gut in der Hand liegend. Dann haben wir hier in der Mitte das große Columbus-Navigationssystem verbaut. Ein 9,2 Zoll Bildschirm ohne den Drehregler. Es gibt zwei Drehregler, wenn ihr das Amundsen-System nehmt. Der Monitor ist dann marginal kleiner, aber ich würde sagen, ich persönlich, das Amundsen reicht und ist auch in meinen Augen besser von der Bedienbarkeit mit dem Drehregler für die Lautstärke. Dann haben wir hier die Lüftungsausdüsen an der Seite. Darunter ein klassisches Klimabedienteil, finde ich auch sehr gut. Was mir jetzt hier fehlt, ist die beheizte Windschutzscheibe, die hier nicht vorhanden ist. Darunter sehen wir auch schon den Zugriff auf diverse Fahrmöglichkeiten oder Fahrschalter, wie hier die Start-Stopp-Funktion, die Einparkhilfe, die automatische Einparkassistenten, Einparkhilfe, dann die Warnblinkanlage, die Zentralverriegelung und die Info über den Beifahrer-Airbag. Darunter gibt es dann eine schwarze Blende, die wir aufschieben können. Dahinter verbirgt sich das Telefon, das induktiv geladen werden kann, sowie eine USB-A-Anschluss, ein 12-Volt-Stecker. Dann haben wir hier den Schalthebel für das DSG-Getriebe. Wie wir sehen, ist es noch nicht das By-Wire-System, was hier verbaut ist. Das wird aber wahrscheinlich alles dann im Facelift, was nächstes Jahr kommen sollte,
dann möglich sein, dann auch eben USB-C Anschlüsse. Dann haben wir hier den Fahrmodi-Schalter. Wenn wir da drauf gehen, dann springt uns das Display auch hier entsprechend an. Wir haben die Möglichkeiten, wenn wir das adaptive Fahrwerk nutzen, hier zwischen Eco, Komfort, Normal, Sport oder Individual hinzuhergehen. Es gibt auch sogar einen Snow-Modus hier in der Tat. Und beim Individual können wir auch hier die ganzen Sachen so anpassen, wie man es möchte. Hier sieht man, was ich mag. Ich hätte gerne das komfortable Fahrwerk, sportliche Lenkung, Antrieb soll normal sein etc. pp. Das sind im Grunde genommen meine Sachen, aber da könnt ihr konfigurieren, was euch wichtig und lieb ist. Kommen wir wieder hier zurück zu unserer Mittelkonsole. Dann haben wir hier die elektronische Parkbremse. Dann haben wir hier die Ausschaltung der Traktionskontrolle und das Aktivieren des Offroad-Modus, der bis 30 Stundenkilometer dann tatsächlich das Ganze runter reduziert so ein bisschen und komplett eingreift. Wir sehen hier noch die Neigungswinkel und so weiter. Ich finde das eine ganz coole Geschichte, aber ob man es braucht, eher fraglich. Eine ambiente Beleuchtung gibt es dann auch noch hier unten in der Leiste sowie hier in der Seite von der Tür. Die ist ganz nett, gibt ein paar vordefinierte Farben, völlig ausreichend und gut. Dann haben wir hier das Handschuhfach. Ich finde es groß genug. Da sehen wir auch noch die SIM-Karte für dann den Online-Zugang. Bietet auch die Möglichkeit der Kühlfunktion via Klimaanlage. Die Türtafeln sind groß genug. Da gibt es sogar noch so kleine Haltebänder, da kann man dann was reinfixieren. Finde ich auch ganz gut. Wir sehen, es gibt hier sehr große Außenspiegel, was ich sehr begrüße. Also die Rücksicht ist da echt gut mit. Der Innenspiegel ist automatisch abblendend. Und hier oben an der Dachkonsole haben wir dann auch nochmal ein Fach für die Brille. Die Rundumsicht ist insgesamt sehr gut, weil wir große Fensterflächen haben. Was noch interessant ist, wir haben hier natürlich noch eine Mittelarmlehne, die nicht nur in der Höhe verstellbar ist, sondern auch in der Länge verschiebbar. Und dann haben wir hier ein sehr großes Mittelfach, was sogar hier eine herausnehmbare Einheit bietet. Damit können wir das Ganze dann vergrößern. In dieser Kassette besteht auch die Möglichkeit, hier 0,5 Liter Wasserflasche einzusetzen. Und mit den Zähnen ist es möglich, dass man die Wasserflasche einfach während der Fahrt öffnen kann, ohne sie nochmal zusätzlich mit einer zweiten Hand festzuhalten. Da geht dann auch hier der Schlüssel rein und das Münzenfach. Oder wir legen hier einfach nochmal ein planes Fach rein. Oder wir schmeißen es komplett raus, wenn wir einen höheren Platzbedarf haben. Und ich finde es auch ganz cool, dass der Schlüssel hier seinen eigenen Platz findet. Jetzt haben wir den Schlüssel schon drinnen, die Zündung ist an und jetzt würde ich sagen, starten wir auch zur Probefahrt. Ein insgesamt positives Bild bleibt nach 14 Tagen Testzeitraum auf alle Fälle beim Fahren hängen. Der Karoq kann so ziemlich alles recht gut, leistet sich kaum Fehler. Witzigerweise kommt erst dann ein Fehler zum Tragen, wo man ihn am wenigsten erwartet. Doch fangen wir erst einmal mit dem Fahrwerk an. Wir haben hier das DCC, also Dynamic Chassis Control, ein adaptives Fahrwerk, was sich entsprechend anpassen lässt, wie wir schon gesehen haben. Es bietet eine sehr schöne Spreizung zwischen komfortablem Fahren und dynamischem Fahren. Die Rückmeldung von der sehr direkt ausgelegten Lenkung ist eher mittelmäßig. Ein bisschen zu leichtgängig ist sie für mich, aber das hatte ich schon des Öfteren bei Skoda-Modellen kritisiert. Bei der Federung hat mir die Komfortabstimmung ehrlich gesagt am besten gefallen, denn gerade wenn man sich das fast schon 1000 Euro teure Dämpfersystem leistet, dann wird man so ein bisschen schön auf Wolken gebettet gefühlt. Die Federung schwingt so leicht sanft nach. Das macht einen sehr angenehmen Eindruck und sorgt auch für wirklich komfortables Reisen. Vor allem auf der Autobahn ist es sehr entspannt oder bei schlechten Straßenverhältnissen wie etwa in Osteuropa gerne auch mal genommen.
Auf der Autobahn zeigt sich dann ein weiterer Vorteil, nämlich das Thema Assistenz. Der Karoq ist mit allen Assistenzsystemen ausgerüstet, die ab Werk bestellbar sind. Dazu gehört unter anderem ein Abstandsregeltempomat, der bis 210 Stundenkilometer funktioniert, weil hier via Radarsensor verbaut. Wir haben einen Auffahrwarner, wir haben einen Notbremsassistenten, wir haben den Emergency Assist, der uns das Fahrzeug abbremst, wenn wir nicht mehr fahrtauglich sind. Wir haben eine aktive Spurhaltung, wir haben einen Blindspot-Detektor, wir haben einen Einparkassistenten etc. pp. Also alles, was gut und schön ist, ist hier an Bord. Auch volle LED-Scheinwerfer, die in jedem Fall in den Karoq gehören, das ganz oben auf die Liste schreiben. Tolle Ausleuchtung, weit, leider aber keine Adaptivlichter. Die hätte ich mir noch gewünscht, vermute aber, die werden nächstes Jahr beim Facelift bestimmt kommen. Unter der Haube des Skoda Karoq Scout werkelt nur ein einziges Triebwerk aktuell. Es gab mal den 2.0 TSI, der ist aber aus dem Programm rausgeflogen. Und jetzt gibt es nur noch den 2.0 TDI, den fahre ich hier. 190 PS, 400 Newtonmeter Drehmoment, 8,8 Sekunden von 0 auf 100, Tempo 199, Höchstgeschwindigkeit. Ja, warum man da jetzt nicht noch geschafft hat, den 1 km/h rauszukitzeln, lassen wir mal so dahingestellt. Aber der Motor an sich ist kraftvoll, zieht auch gut durch, läuft unten rum unter 1500 Umdrehungen, wo das Getriebe gerne mal hinschaltet. Ja, sehr kernig und brummig. Ein bisschen Vibrationen kommen dann auch noch ins Lenkrad hinein. Aber sobald man die 1500 Umdrehungen-Marke so ein bisschen geknackt hat, dann läuft der Motor sehr ruhig und auch angenehm. Wo mich der Motor leider enttäuscht hat, ist beim Thema Verbrauch. Im Normalfall ist man ja gewohnt, dass der 2 Liter TDI einer der sparsamsten Triebwerke am Markt ist. Komischerweise hier beim Karoq ist das nicht der Fall gewesen. Ich habe aber auch ein Verbrauchsvideo gemacht. Da könnt ihr mal reinschauen, was wie ich auf der Verbrauchsrunde bei uns ermittelt habe. Und da werdet ihr vielleicht genauso staunen wie ich. Mein Durchschnittswert jetzt hier über die 14 Tage, also wo wir Landstraße, Autobahn, sehr viel Kurzstrecke auch abgebildet haben, da lag ich bei 7,5 Litern. Und das finde ich für so einen Diesel doch sehr, sehr hoch. Was mir auch nicht gefällt, ist weiterhin das Thema hier, das Doppelkupplungsgetriebe. Wir haben hier noch nicht die letzte Ausbaustufe, die jetzt zum Beispiel auch der Golf 8 hat. Da könnt ihr auch mal ins Video reinschauen. Da funktioniert das Ganze nämlich schon deutlich besser wieder. Hier ist es einfach noch so, wir haben ein recht träges Anfahrverhalten, was mir leider einfach nicht so wirklich gut gefällt. Da hätte ich persönlich lieber eben einen Handschalter. Aber da dürft ihr mir gerne eure Meinung unten in die Kommentarbox reinschreiben, ob ihr das DSG haben wollt oder lieber einen Handschalter. Für Leute, die das Ganze als Zugfahrzeug nutzen wollen, wir haben eine Anhängelast von 2100 Kilo hier beim Karoq Scout mit dem 2 Liter TDI. Wir haben natürlich auch ein Allradsystem, deswegen macht er sich auch so gut vielleicht als Zugfahrzeug für Pferdeanhänger, wo man dann auch bei Turnieren durchaus mal eine Wiese rein muss und den Hänger da über eine Wiese ziehen muss. Das Allradsystem ist aber so ausgelegt, dass grundsätzlich immer die Vorderachse angetrieben wird. Erst wenn die Traktion vorne abreißt, dann wird elektronisch über eine Kupplung die Hinterachse zugeschaltet und dann haben wir ein Allradsystem. Deswegen erklärt sich mir auch nicht der erhöhte Verbrauch, den wir hier im Gesamtmix ermittelt haben, was ein wenig schade ist. Das Marktumfeld des Skoda Karoq, also das Segment der kompakten SUVs, ist wirklich hart umkämpft. Da gibt es ja sehr, sehr viele Fahrzeuge. Opel Grandland X, Citroën C5 Aircross, Peugeot 3008, VW Tiguan, Skoda Karoq, Seat Ateca und wie sie sonst noch alle heißen. Einige davon habe ich euch bereits hier auf dem Kanal vorgestellt, so ja auch den Karoq. Wie ist jetzt meine Meinung zum Karoq? Man muss sagen, zunächst einmal als Scout-Variante bekommt ihr ja nur den großen 2.0 TDI mit Allrad- und Doppelkupplungsgetriebe in einer sehr hochwertigen Ausstattung.
dann geht der Preis bei 38.880 Euro los, inklusive 19% Mehrwertsteuer. Das ist schon sehr, sehr hoch, wenn man das überlegt. Schaut man dann, was der Testwagen kostet mit rund 50.000 Euro und da noch keine Vollausstattung drinnen ist, dann wird es richtig happig. Das ist schon nicht mehr hier günstig und Volkswagen ähnlich, also der echte Volkswagen, so wie Skoda ja immer beschrieben wurde. Nein, das ist mittlerweile Premium. Und die Qualität stimmt. Die Ausstattungsdetails stimmen, die möglichen Optionen stimmen. Dennoch ist der Preis halt einfach mal wirklich sehr, sehr hoch. Wiederum der Wiederverkauf aber von den Fahrzeugen bei Skoda ist mittlerweile auch sehr hoch. Also da ist man dann doch so ein bisschen im Premium-Segment angekommen in meinen Augen. Was mir auffällt, es ist kein SUV, bei dem man wirklich erhöht sitzt, sondern man sitzt eher limousinenartig etwas tiefer. Das heißt, für die Personen, die ein Fahrzeug mit höherer Sitzposition suchen, ist der Karoq jetzt vielleicht nicht die erste Wahl. Das muss man klar sagen. Wer aber ein hochvariables Fahrzeug mit kompakten Abmessungen sucht, für den ist der Karoq auf alle Fälle der richtige. Denn mit diesem Vario Flex Sitzsystem, dass man die Sitze ausbauen kann, gibt es eine Variabilität, die man so sonst in wirklich nur Hochdachkombis oder ähnlichem so extrem bekommt wie hier. Das macht den Skoda Karoq ebenfalls so einzigartig wie seine Simply Clever Details und deswegen hat er dann doch wiederum eine Kaufempfehlung. Aber würde ich ihn als Scout kaufen? Nein, ich würde ihn wohl als 1.5 TSI kaufen in der Style-Ausstattungsvariante oder eben als Sondermodell, wenn eins verfügbar ist und dann mit ein paar Extras wie LED-Scheinwerfern, Sitzheizung und so weiter. Aber ob ich da nochmal ein Konfigurationsvideo mache, schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Vielleicht lasse ich mir dann doch nochmal was für euch da draußen einfallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, liked das Video, teilt das Video und vor allem abonniert den Kanal und schreibt mir eure Meinung jetzt unten in die Kommentarbox. Damit schließe ich den Skoda Karoq und mache jetzt Feierabend. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss und Servus, euer Ubi.